jetzt einmal quer in der Gegend rumher. Gut, dann lege ich doch einmal hier auf. In Projekt Nummer 2 in Angriff. Ach Quatsch, Glowstone kommt hierher. Bis die Bäume ein bisschen gewachsen sind. Projekt Nummer 2, was ich mal gerade überlegt habe, ist etwa hier. Gut, Glowstone brauche ich dafür auch. Okay, der Glowstone ist aber nicht so wichtig, die Beleuchtung. Ist jetzt einfach mal nicht so wichtig. Ich weiß, ich brauche Glowstone, die Beleuchtung muss ich noch später machen. Nehmen wir Glasscheiben mit und Glas. Heute gehen natürlich die Leute wieder arbeiten, ich habe noch Urlaub. Ich habe noch genau die Woche Urlaub, das heißt, ich muss am 12. erst wieder arbeiten gehen. Ja, das reicht aber. Lassen wir mal das da. Ich muss am 12. wieder arbeiten gehen. Unser Stein wäre fertig, aber unser Inventar ist zu voll, um da irgendwas wirklich zu bewirken. Gerade. Ja. Die Zäune, ich weiß nicht, was ich mit den Zäunen mache, die übrig bleiben. Ich weiß nur, dass ich jetzt erstmal hier ein bisschen minimieren muss. Ein bisschen die Kühe und Schweine alle ein wenig runterkloppen muss. Alter, was wir an Kühen haben! Also zack, 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 zack. Euch hebe ich gleich auf. Oh, Steaks habe ich ja schon wieder viele. Ihr. Bleibt jetzt mal hier drin. Das sind genug Kühe, geht da rein. Um euch zu vermehren. Um wirklich nochmal ein bisschen was zu machen. Ja, die Kuh kommt nicht mehr raus. Sie will aber hier raus. Gut, das reicht auf jeden Fall mal, um ein paar Kühe hier wieder zu vermehren. Den Rest muss ich jetzt wegkloppen. Da ist auch ein Schwein. Das nervt mich halt, dass die... Die bleiben zwar so einigermaßen drin, aber irgendwie backen die sich doch durch. Ey, was da rum? Alter. Ist schon viel. Ist schon echt viel, was hier rumläuft. Es wird einfach nicht weniger, Mann. Nee. Warum wird es nicht weniger? Wir haben halt einfach mal wieder so fucking viel Nahrung. Es wird nicht weniger. Ich hoffe, ich komme wieder in meinen Schlafrhythmus rein, wenn der Urlaub vorbei ist. Ich probiere es jetzt schon einigermaßen. Ich habe gestern versucht, um 12 Uhr jetzt wirklich mal wieder ins Bett zu gehen. Aber so richtig hat es nicht geklappt. Ich war dann wirklich um 2 Uhr wieder wach. Nee, ja, okay, um 2 Uhr war ich wach. Ich habe es weiter probiert und dann bin ich um halb... um 4:41 habe ich aufgenommen, eine halbe Stunde, doch halb 4 oder 4 rum in den Dreh wieder aufgestanden. Unser Inventar ist voll. Unser Inventar ist einfach voll. Ja, tut mir leid, Kuh, aber du musst sterben. Wir bauen jetzt einfach mal hier und zack, zack. Oder warte mal. Nee. Ja, und ich sammle die Zäune ein, die ich gerade überhaupt keinen Platz habe. Ich hoffe, die kommen nicht durch Glasscheiben durch. Ah, ist fast ein wenig viel, wenn ich jetzt hier nochmal mache. Warte mal, warte mal. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Mache ich alles 6. Einmal so ein Glasblock. Die kommen da nicht durch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die kommen da nicht durch. Bitte sagt mir nicht, dass die hier durchkommen. Bitte sagt mir das nicht. Bitte, bitte sagt mir nicht, dass die durchkommen. Wir machen das mal 2 hoch.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann wäre jetzt hier noch ein Pfosten. Na, mach mal hier den Pfosten her. Ich mache jetzt auch hier zu Glas. Hier wollte ich dann Glowstone ersetzen, aber hier mache ich jetzt aber Glas. Weil... Tür muss ich mal überlegen. Entweder mache ich auch so, vielleicht zwei übereinander, oder riecht eine richtige Tür rein, weiß ich noch nicht. Es ist, unser Inventar ist nicht leerer geworden. Könnte ich mal was einsammeln? Es hat aber keine Beleuchtung hier drin, müssen wir halt irgendwie schauen, dass man es tagsüber macht oder sowas. Wollte schon sagen, warum bleibt die Fackel hängen? Hier kommt noch eine Kuh, die weiß ich nicht, ob die zum Fell gehört. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach ich so. Genial, wir haben schon mal Platz gekriegt. Ein bisschen zumindest einsammeln. Zum Glück brauchen wir eigentlich mehr als wir... mehr Glas und alles. Weiß ich, wir haben, das müssen wir ja zwei hochbauen. mehr als wir... Hatte ich da mal einen Zaun oder warum ist es so abgeschnitten? Der eine Baum da. Oder ist einfach... Hä? Den Zaun habe ich doch genau übereinander platziert. Muss mir jetzt mal einer erklären, warum ist der Baum so abgeschnitten? Habe ich da was verpasst? Oder habe ich da was gemacht, woran ich mich nicht mehr erinnern kann? Was auch logisch klingt, weil ich kenne mich ja. So, ja, toll. Da drüben haben wir auch noch... und Schweine en masse. Du bleibst da drin. Ich will hier jetzt das Gehege zumindest einigermaßen fertig bauen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Nein. Nein! Ich hätte ja natürlich auch eine Behutsamkeitsspitzhacke mitnehmen können, aber das bisschen Glas ist jetzt nicht so wild, dass ich sage, ich brauche das unbedingt. Gut, wir haben jetzt alles fertig bis auf hier vorne, rundherum. Vielleicht mache ich noch eine Reihe aus Glasblöcken drauf, und das weiß ich jetzt noch nicht. Schauen wir mal, wie es dann ausschaut, wenn wir fertig sind. Nee, die hier. Hä? Wo waren denn dann die Hühner von vorhin? Ich muss mal kurz ein bisschen Platz im Inventar schaffen und dann sammeln wir nochmal alles ein. Ein bisschen Platz im Inventar brauche ich. Wir werden natürlich jetzt natürlich durch das ganze Gekille, was wir jedes Mal, wenn wir unsere Farm umbauen, kriegen. Eigentlich die ganze Nahrung, die hier drin ist, kriegen wir nur, weil wir unsere Farm mal umbaut haben. Umgebaut haben oder umbauen. Die Eier lasse ich auch mal da. Also hinten, draußen. Auch das Leder kriegen wir wirklich immer nur, weil wir... Ich möchte gerade Leder nicht unbedingt vernichten. Die Nahrung, ja. Das Leder... Augen zu und durch. Die Zäune schmeiße ich auch mal rein, gleich mit. Und es wird wieder Nacht. Sehe ich. Wir können noch nicht schlafen gehen, oder? Doch, können wir schon. Dann gehen wir jetzt gleich schlafen. Meine Freunde, ich weiß gar nicht. Schauen wir mal, hat sie schon gesehen? Ihr kennt sie ja mittlerweile schon einigermaßen.
Und ich habe heute auch einen zeitbegrenzten Faktor, wie lange ich maximal aufnehmen darf. Kann. Ob ich auch so lange aufnehme, das weiß ich wirklich noch nicht. Um 37 kommt mein Elektriker. Der baut mir die. Es ist ja hier eine Doppelwohnung, die ich habe. Habe ich nicht gerade getötet? Es ist eine Doppelwohnung, die ich habe hier. Der baut mir. Das gibt es auch noch zwei Stromzähler. Das kostet einfach zu viel. Der baut mir die auf einen Stromzähler um. Und wenn das umgebaut ist auf einen Stromzähler, dann haben wir natürlich auch. Also dann spare ich mir natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Drei Schweine. Na komm, geht da noch rein, geht da noch rein. Ja, genau. Danke. Und da ist natürlich der Ausgang. Okay. Unser typisches Verhalten. War da nicht irgendwo noch Leder rumgelagert? Lag da nicht. Und schon despawned? Warum ist der schon gedespawned? Achso. Falsche Waffe. Die Schweine erkunden natürlich ganz friedlich wieder die Welt. Gleich, die gehen gleich ins andere Gehege. Aha, so schaut das jetzt aus. Baut er um. Oh, er baut um. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Die Schweine sind nicht doof. Die wissen, was passiert. Hallo. Okay, das ist schon freiwillig gekommen, weil ich gedacht, ich habe eh keine Chance zu entkommen. Also wir haben jetzt hier an sich eigentlich das Kuhgehege fertig, bis auf vorne das. Dann würde ich sagen, mache ich die Wand noch bis hier. Bis hier. Hierher. Mach hier auf, damit die rauskommen. Bau hier zu. Ja. So. Dann können die sich im Gehege erstmal wegen auf. Gehege im. Ja, eigentlich ist es ein Gehege. In ihrem Bereich ein bisschen erkunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glas. 1, 2, 3, 4, 5. Haben sie auch mal wieder ein bisschen Platz zum Schauen, zum Erkunden. Ich glaube, das dürfte auch nach außen hin sicherer werden, Edzard. Weil wir jetzt so zwei hoch sind, auch wenn du über den Zaun nicht drüber springen kannst. Da hinten ist Erde. Da kann man drüber springen. Bei zwei hoch wird es schon schwieriger, weil du. Also auch für Monster. Die Tür weiß ich noch nicht, wie ich sie mache. Nein, hier hätte ich schon Glas ersetzen, einen Glasblock ersetzen müssen. Eine richtige Tür ist natürlich blöd. Da eine richtige Tür reinsetzen, weiß ich nicht, ist schon blöd. Verbau dich ja immer die ganze Zeit. Richtige Tür da reinsetzen ist schon irgendwie blöd. Jungs, Mädels, wir sind fertig. Kuhgehege ist umgebaut. Genau, geht raus. Ach, jetzt quält euch das Eck oder was? Oh. Mir tanzt schon eine Kuh auf der Nase rum. Ja, fuck, das habe ich vergessen. Geh da rein. Ja. Also eine Kuh ist entwischt. Das habe ich vergessen. Da haben wir noch keine Tür. Da geht's ja noch raus. Geh mal bitte weg. Danke.
Also ihr kommt da nicht raus. Nee, ihr kommt nicht raus. Weil ein Glasblock ist. Bei einer Glasscheibe kommt ihr raus.